Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute zaubern wir ein ganz, ganz leckeres Weihnachtsmenü. Danke nochmal an Oma und Opa. Ich darf nämlich das Rotkohlrezept verfilmen. Und das ist wirklich das Allerleckerste, was ich... es gibt keinen Vergleich. Das ist so lecker, wie das schmeckt. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ich das filmen darf. Dazu machen wir einen leckeren Sauerbraten. Den musste ich natürlich jetzt schon ein bisschen vorher, der muss 3 Tage ziehen, schon mal vorbereiten. Und dazu machen wir ganz leckere Semmelknödel. Und wir bereiten das Ganze heute mit The Pampered Chef vor. Deswegen habe ich auch extra die Schürze angezogen. Einfach um die Lilly, den Ofenmeister, zusammen auszuprobieren. Und so hat man quasi ein All-in-One im Backofengericht. Und das Rotkraut, das kann man im Übrigen auch ganz problemlos schon am Vorabend zubereiten. Denn das Einköcheln, das kann unter Umständen auch ein bisschen länger dauern. Also ich habe, glaube ich, das letztes oder vorletztes Jahr habe ich das mal zubereitet. Und ich muss das wirklich 2 bis 3 Stunden einköcheln. Ja, nicht erschrecken. Aber das sorgt dann dafür, dass das dann so schön weich ist. Und mal schauen, wie lange es heute dauert. Denn ich bereite das Ganze heute in der Wokpfanne von The Pampered Chef vor. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt auch schon einige Videos zu den Pfannen von The Pampered Chef. Aber die ist wirklich, die sieht schon absolut hochwertig aus. Hat halt auch eine riesen Füllmenge. Und deswegen freue ich mich darauf, das in der Wokpfanne machen zu können. Denn als ich das letzte Mal gemacht habe, war mein Topf bis oben hin ran voll. Also ihr braucht quasi einen Topf, der groß genug ist. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten für das Rotkohl. Also für das leckere Apfelrotkohl benötigen wir einmal 1 Kilogramm Rotkohl. Dann habe ich hier schon mal vorbereitet 4 Esslöffel Essig. Dann haben wir hier eine Zwiebel, die habe ich schon mal fein gewürfelt. Dann benötigen wir 1 Teelöffel Nelken, die gemahlen. Ich würde auch gemahlene nehmen, dann geht ja sicher, dass keiner auf eine Nelke beißt, wenn die irgendwo zwischen dem Rotkraut verschwunden ist. Außerdem benötigen wir noch 3 Teelöffel Salz. 4 Lorbeerblätter. Hier habe ich schon mal 5 Teelöffel Zucker vorbereitet. Das Mehl, 1 Esslöffel, benötigen wir später zum Binden. Dann habe ich hier 100 Gramm Speck. Und wichtig, das muss fetter Speck sein, keinen mageren benutzen. Dann benötigen wir 4 Äpfel, die reiben wir später noch gleich fein. Das machen wir hier mit der schönen feinen Reibe. Außerdem habe ich schon mal die Hobel bereitgestellt, damit wir das Rotkraut schön fein hobeln. Und außerdem benötigen wir noch 3/4 Liter Wasser. So, also als erstes erhitzen wir hier schon mal ein bisschen Öl, damit wir den Speck hier mit andünsten können, mit dem Zwiebelchen. Und nebenbei raspel ich hier schon mal das Rotkraut, hobel das. Und da ziehe ich mir Handschuhe an, denn ihr seht, ich habe hier schon beim Aufschneiden, verfärbt das die Hände wunderschön. Seht ihr, das sind so richtig schöne, feine Hobel und so fein kann man das, glaube ich, gar nicht mit dem Messer so schön schneiden. Also ich nicht. Da geht das einfach wunderbar. Das machen wir jetzt mit allen Stückchen. Wenn der Speck und die Zwiebeln schon fast fertig sind, dann gebt ihr den Zucker drüber, lasst das Ganze ein bisschen ankaramellisieren und löscht das Ganze dann mit Wasser und Essig ab. So, und wenn das jetzt so schön ankaramellisiert wie hier, wichtig ist, dass ihr da nichts umrührt zwischendrin und dann löscht man das wirklich ganz vorsichtig einfach mit Flüssigkeit ab. Das ist egal, ob ihr Wasser, Essig nimmt, einfach irgendwas mit Geschmack. Und dann gießt man immer nur so ein bisschen rein. Und dann löst sich nämlich der ganze Bratenansatz und der ganze Geschmack von der Pfanne kommt in die Soße. Währenddessen das jetzt nochmal kurz einköchelt, rühre ich das jetzt nochmal kurz um. Dann gebe ich jetzt hier auch schon mal alle restlichen Sachen hinzu. Also einmal die Gewürze und
hier ist das feingehobelte Rotkraut. Im Übrigen, letztes Jahr, oder wo ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich es wirklich mit der Hand geschnitten. Und man muss ehrlich sagen, so fein habe ich es wirklich noch nicht hingekriegt. Und ich glaube, jetzt wird es auch gar nicht so lange brauchen, um einzuköcheln. Währenddessen das jetzt schon mal einköchelt, hobeln wir jetzt nochmal den Apfel fein. Da ist, wie gesagt, ja hier die Schutzhülle drauf. Dann mache ich es jetzt, also man kann es ja quasi einmal so im Stehen benutzen. Das finde ich auch total klasse, gerade bei Käse und sowas. Aber weil jetzt der Apfel ja ziemlich flüssig wird, mache ich es am besten direkt über der Nixe. Dafür kann man dann hier auf diesen Knopf drücken. Und damit kann man es quasi in gerader Form machen. Dann lege ich das hier einfach drauf und hobel das einfach. Und für die ganz kleinen Stückchen gibt es ja wie immer hier diesen Aufsatz, falls man das benötigt. Das ist echt geil. Guck mal, da kommt einfach, sieht aus wie Apfelbrei. So ihr Lieben, ab und zu habe ich das Ganze jetzt auch gewendet. Wenn ihr das riechen könntet, ihr würdet es sofort nachmachen, glaubt mir. So lecker. Der Vorteil an der Wokpfanne ist jetzt übrigens, dass er auch oben, es gart alles komplett mit. Das heißt, ich glaube, es wird wirklich viel, viel schneller fertig. War so ein Glück. Jetzt geben wir hier noch das Apfel hinzu. Man kann es natürlich auch als Stückchen lassen, die werden dann schon eh weich, aber ich mag das nicht so als Stückchen. So, und dann gießen wir das Ganze nur noch mit dem Wasser auf. Dann kommt der Deckel drauf und dann ist das schon fertig. So ihr Lieben, als zweiten Schritt von unserem Weihnachtsmenü geht es jetzt so um den Sauerbraten. Hätte ich gewusst, dass die Wokpfanne so gut ist und dass das hier so schön durchzieht, hätte ich das jetzt an zweiter Stelle gemacht und nicht als erster Punkt. Denn unser Braten muss nämlich für 2 Stunden in den Backofen. Und da hätte die Zeit vollkommen ausgereicht, also weil das ist jetzt schon fast durch. Deswegen habe ich jetzt auch im Hintergrund die Wokpfanne schon mal auf eine ganz, ganz niedrige Stufe gestellt, damit es dann einfach ein bisschen sanfter durchziehen kann. Dann bereiten wir den Sauerbraten jetzt im Ofenmeister zu. Das ist ja hier quasi die tolle glasierte Backform. Die ist von innen genauso wie die Stoneware, also ist die Stoneware mit dem schönen weißen Ton, von außen glasiert und generell braucht man das Fleisch nicht anzubraten, aber ich finde bei dem Sauerbraten, da finde ich, ich habe mir mehrere Rezepte angeguckt und ich finde es wichtig, dass da oben diese schöne dunkle, außen diese dunkle Haut ist und bei den Bildern mit dem Ofenmeister ohne Anbraten, fand ich, war das nicht so extrem und deswegen finde ich das ein bisschen besser mit dem Anbraten. Deswegen habe ich mir jetzt hier schon mal eine Pfanne vorbereitet mit 3 Esslöffeln Butterschmalz. Das Ganze schmelzen wir jetzt, braten dann unseren Sauerbraten richtig schön kross an und legen danach alles in den Ofenmeister rein. Aber ich würde sagen, ich zeige euch erst einmal die Zutaten. So, für unseren leckeren Sauerbraten brauchen wir 1 Kilogramm Sauerbraten. Den habe ich jetzt bereits schon selbst eingelegt. Den lässt man 3 bis 4 Tage im Kühlschrank ziehen. Und davon habe ich hier auch den Sud aufgehoben. Den habe ich quasi gesiebt und das sind jetzt 400 Milliliter davon. Wer das im Geschäft kaufen mag, der, also wer es quasi nicht selbst einlegen will, der kann auch Sauerbraten im Geschäft kaufen. Aber ich würde es immer empfehlen, selbst einzulegen, wenn man das riecht. Das riecht wirklich super aromatisch. Ich schreibe euch, wer es wissen will, kann mich einfach anschreiben. Dem schreibe ich dann, wie ich das eingelegt habe. Außerdem benötigen wir dann noch eine Schale Suppengrün, beziehungsweise ein Bund Suppengrün. Das habe ich hier schon mal einfach gewürfelt. Dann benötigen wir 2 Zwiebeln und 1 Schalotte. Man kann auch 3 Zwiebeln verwenden, aber ich finde, Schalotten haben immer noch mal ein bisschen besseren Geschmack. Dann benötigen wir 2 Lorbeerblätter. Dann habe ich hier 5 Wacholderbeeren und auch 5 Pimentkörner. Die lasse ich auch hier im Ganzen. Man kann die in ein Gewürztütchen machen oder man angelt sie einfach raus. Ich lasse die lieber gerne schwimmen, damit die wirklich ihr Aroma entfalten können. Ich finde, wenn die in diesem Gewürztäschchen sind, dann
verteilt sich das nicht so gut, finde ich jetzt persönlich. Aber ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. Dann haben wir hier noch einen Esslöffel Zuckerrübensirup. Außerdem benötigen wir 100 ml Rotwein. Außerdem noch 3 Esslöffel Zucker. Dann 2 großgehäufte Esslöffel Tomatenmark. Dann benötigen wir außerdem auch noch 2 Esslöffel Sojasauce. Und außerdem auch noch 3 Esslöffel Rotweinessig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach so. Und zum Schluss, um die ganze Soße, oder das gebe ich noch quasi in den Sud mit rein, kann man ein bisschen Zuckercouleur reinmachen. Den findet ihr ganz normal in der Backabteilung unter den Zucker, verschiedenen Zuckersorten. Denn der macht quasi die Soße auch nochmal ein bisschen dunkel. Und ich finde, bei Sauerbraten sieht gerade die Soße am leckersten aus. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt braten wir das Fleischstück erstmal an. Währenddessen die Pfanne hier schon mal erhitzt mit dem Butterschmalz, gebe ich jetzt hier schon mal die Gemüsewürfel hier in den Ofenmeister. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, den müssen wir nicht einfetten, weil wir dann ja die ganze Flüssigkeit mit dazugeben. Also das verteilen wir hier schön. Dann gebe ich hier auch schon die anderen Gewürze mit rein. Und den Rest, den dünste ich ja hier gleich in der Pfanne an. Aber das haben wir jetzt quasi schon mal vorbereitet, dass wir dann das Fleischstück auch schön da rein tun können. Also ich verwende hier übrigens eine Eisenpfanne, denn eine Eisenpfanne, die kann man schön erhitzen. Nicht, dass ihr denkt, was hat die hier für eine schmutzige Pfanne, die ist eingebrannt, deswegen sieht die so dunkel aus. Und man muss quasi immer aufpassen, dass man auch ein Fett benutzt, deswegen auch Butterschmalz, denn das kann man auch hoch erhitzen. Und ich finde, bei Fleisch schmeckt Butterschmalz wirklich nochmal ein bisschen leckerer. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das quasi von allen Seiten wirklich nur kurz und kreuz, dass es schön braun wird, anbraten, geben das dann in den Ofenmeister rein und dünsten danach die Zwiebelchen mit dem Tomatenmark kurz ab und löschen das Ganze ab und geben alles in den Ofenmeister. Und den Backofen, den habe ich im Übrigen schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt, damit er danach direkt unten reinwandern kann. So, den Backofen, den habe ich schon mal vorgeheizt. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Das Küchenrost, Backofenrost, wie auch immer, macht man ganz nach unten rein. Und dann kommt der Ofenmeister. Schön an den Rand, damit dann die Lilli da auch noch hinpasst. Und jetzt wandert er insgesamt wahrscheinlich für 2 Stunden rein. Jetzt kommen wir schon mal zum letzten Schritt. Für die Semmelknödel, die machen wir ja als Stange in der Lilli, benötigen wir einmal 300 Gramm getrocknete, also gewürfelte Brötchen. Ich habe jetzt hier einfach welche vom Vortag benutzt und habe ungefähr 200 Gramm Helle genommen und habe ungefähr noch 100 Gramm Brezeln. Also es waren 2 Brezeln und ich glaube drei oder vier von den Brötchen. Habe die schon mal schön fein gewürfelt. Dann benötigen wir noch 375 Gramm heiße Milch. 3 Eier und einen halben Bund Petersilie, frischen Muskatnuss gerieben, Salz und Pfeffer. Und als erstes schütte ich jetzt die Milch zu den Semmeln hier und gebe das Ganze einfach in die Mikrowelle und erhitze das da. So, jetzt geben wir eigentlich nur noch alle anderen restlichen Zutaten hinzu.
dann noch das Salz, weil ich jetzt Laugenbrezel drin habe. Da müsst ihr einfach gucken, da darf man nicht zu viel reinmachen. Und dann wird das Ganze einfach schön vermengt. Und da die große Nixe auch so einen schönen Deckel hat, decken wir das Ganze ab und lassen das Ganze jetzt für 20 Minuten ruhen. So, als nächsten Schritt ölen wir die Lilly erst einmal. Dafür nehmen wir ein bisschen Sonnenblumenöl. Das ist nämlich hoch erhitzbar. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn ihr seht, meine Lilly, die braucht noch eine Patina-Schicht. Jetzt habe ich mir hier wieder meine Backunterlage drunter getan. Jetzt bemehlen wir das hier schön. Dann geben wir quasi die Teigmasse da drauf und formen eine Rolle, damit die in die Lilly hier drüben reinpasst. Dann kommt der Deckel drauf und dann habe ich den Timer im Übrigen, der Braten braucht ja 2 Stunden, habe ich den auf 1 Stunde 20 gestellt, dann stellen wir die Lilly mit dazu und dann backt die quasi für 40 Minuten auch weiter und dann ist beides gleichzeitig fertig. So ihr Lieben, unser Rotkraut ist fertig. Das bedeutet, wir rühren das Ganze einmal um. Und jetzt sieht man ja, dass der unten hier die Flüssigkeit noch ein bisschen zu dick ist. Und da nehmen wir jetzt einfach ein kleines Sieb, unser Esslöffel Mehl und rühren die ganze Zeit. Das Sieben ist ganz wichtig, damit man einfach keine Klümpchen hat. Und jetzt holen wir nur noch diese Lorbeerblätter raus. So, 2 Stunden sind um. Den Backofen, den habe ich jetzt schon mal auf 50 Grad eingestellt. Und jetzt holen wir nur den Ofenmeister raus und tun das Fleisch auf eine Servierplatte, tun das Fleisch dann unten wieder rein und bereiten einfach den Rest von der Soße zu. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Wichtig ist immer, gute Handschuhe anziehen, weil das ist wirklich alles heiß, was man hier auspackt. Mann, sieht der gut aus. So, und jetzt heben wir vorsichtig das Fleisch runter. Oh, es fühlt sich schon ganz, ganz zart an. Stelle ich das jetzt nochmal in den Backofen runter. Jetzt angeln wir einfach nur hier die ganzen Körner raus. Und auch die Lorbeerblätter. Alles raus. Jetzt füllen wir das Ganze hier in den Mixtopf ein und pürieren das Ganze einfach so für 20 Sekunden auf Stufe 10 zu einer schönen Soße. Dann schmecken wir das Ganze ab und gucken, ob uns die dick genug ist. Ansonsten tun wir noch ein bisschen Speisestärke rein, um das Ganze zu binden. Also die Soße, die muss man nicht andecken, die ist richtig schön cremig. Ich probiere das Ganze nur mal kurz, ob das von den Gewürzen ausreicht. Sehr lecker. Also ich brauche gar nichts mehr da reinzumachen. Dann können wir das Ganze jetzt schon anrichten. So, ihr Lieben, mein Schatz darf endlich probieren. So, mal ein bisschen zuerst das, den Knödel, ja. Ich
Ich glaube, man muss den zusammen essen mit dem Rotkraut und der Soße, damit der nicht so trocken ist, oder? Schmeckt das? So. Okay. Jetzt die wichtigste Frage, wie schmeckt das Rotkraut? Sehr gut. So wie bei Omi, oder? Super, ja. Super. Ui. Und jetzt die wichtigste Frage, das Fleisch. Das ist nämlich so schön butterzart auseinandergegangen. Und die Soße einzeln war auch super lecker. Und? Ja, richtig schön zart. Ja. Wunderbar. Super. Geschmackstest bestanden. Oder? Ja. Leider könnt ihr nicht riechen, wie die Küche riecht, weil ich glaube, wenn ihr das riechen würdet, würdet ihr es auf jeden Fall ausprobieren und nachmachen. Ich hoffe, es war eine Inspiration für euch. Jetzt habe ich natürlich das ganze Gericht mit dem Pampered Chef gemacht, wenn ich euer Interesse quasi daran geweckt habe, an den Produkten, dann ich habe euch ja wie immer unten die Website verlinkt, wo das Rezept ist und außerdem auch der Katalog von The Pampered Chef. Und wenn ihr irgendwas haben wollt, schreibt mich einfach an, da ist ja meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Und ich hoffe, ihr probiert irgendwas mal davon aus und schreibt mir mal in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat, ob es euch geschmeckt hat und was mich natürlich auch am meisten interessiert, was gibt es denn bei euch zu Weihnachten? Ich finde, da gibt es so viele verschiedene Gerichte und ich persönlich konnte mich nämlich auch nicht entscheiden, was ich euch zeigen soll. Und im Endeffekt habe ich jetzt quasi den Sauerbraten ausprobiert, den ich vorher auch noch nicht zubereitet habe, aber super lecker finde. Und das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den gemacht habe. Und ich würde sagen, genießt die letzte Adventswoche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!